Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu My Time at Porsche. Heute steht an, dass wir dann auf jeden Fall den Handelsauftrag bzw. also die industrielle Schneidemaschine machen können. Sandblockade blockieren und Wasserturm und eine Aufladestation montieren, also bauen. Und wir haben Post gekriegt. Ich bin gespannt. Forschungsergebnisse. Recyclingmaschine. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Recyclingmaschine. Forschungsteam. Forschungszentrum. Recyclingmaschine? Warte mal. Ich gucke mal. Hier. Da? Was kann ich damit machen? Okay. Also wir brauchen natürlich wieder Carbonstahlbarren. Carbonstahlbarren ist irgendwie hier das A und O. 15 Stück weiter. Wow. 40 aufladen. Dann machen wir hier mal Holzkohle. Weil das neigt sich dem Ende zu. Was war da? Hier auch nochmal Holzkohle bauen. Dann machen wir hier auch Carbonstahlbarren. So. Und ich wollte mal Hartholz in Holz umwandeln. Das machen wir doch gleich wo? Hier? Nee. Hier? Hier. Machen wir gleich mal 200 Stück. Oh, wir haben aber auch genug Holz. Also, alles okay. Hier haben wir die Kiste. So. Das. Also Holz brauchen wir im Moment nicht. Das haben wir wirklich reichlich. Ja, wollte ich dies reinpacken? 10 Stück haben wir, in Anführungsstrichen, nur. Schleifsegel. Ach ja, da müssen wir uns auf die Suche machen. Nach Blutstein. Ich glaube, Blutsteine kriegen wir hier drüben in der Wüste. Glaube ich. Ich verspreche für nichts. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube. So. Was ist das? Echt? Okay. Ladestation installieren. Ach. Okay. Und hier kommt der Wasserturm hin. Verrückt. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich 6 Stück, ne? So, achso, ich wollte Blutsteine sammeln. Ich hoffe... Was war das für ein gelber Streifen? Ich hoffe, die finden wir hier drinnen. Nein, das können wir nicht abbauen. Das sieht aber aus, als wenn man das abbauen könnte. Na, zum Glück haben wir auch die Fischerspitzhacke gemacht. Da ist kein Blutstein drinnen. Hm... Aber ich glaube, das finden wir so oder so, wenn wir Steine zerhacken, oder? Ach, nö, ich habe da keine Lust drauf. Ich will mich nicht kloppen. 2 Stück, echt jetzt? Ich will doch nur hier in Ruhe sammeln. Und du auch. So. Dann haben wir das. Ich war hier bei. Jo. Oh, ein Blutstein. Sehr schön. 2 Stück sogar. Hier ist keiner. Aber ich glaube, die Blutsteine finden wir immer, wenn wir... Steine zack, ne? Ich glaube auch drüben.
wenn wir drüben Steine zerhacken. Ich weiß auch nicht, warum ich dafür extra in die Wüste gekommen bin. Weil ich vielleicht der Meinung war, dass wir hier mehr Blutsteine finden. Ist aber anscheinend nicht der Fall. So. Keiner der Schlangen bemerkt mich. Das finde ich gut. Oh, aber Eisenerz finden wir hier. Das ist okay. Ach, echt jetzt? Pferd hat mich verraten, oder? Drei. Ja, genau. Drei. Ja, gut, warte. So. Was ist das? Muschel. Ich glaube, das frage ich jedes Mal, was das... Eine Kiste! Ich glaub's nicht. So, die haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Ja, sonst wäre sie auch nicht mehr hier, ne? Da ist ein Blutstein bei. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt haben insgesamt. Gucken wir mal ins Inventar. 6. Ich glaube, 12 Stück braucht mir insgesamt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So. Es müssen doch irgendwo Blutsteine zu finden sein. So, warte, lass mich kurz das zu Ende abbauen. So. So. Kurzer Prozess. Was ist das denn? Was ist das? Was? Ist das wirklich ein böser Karton? Schlange im Karton. Aha. Oha. Ach, du ahnst es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Level 29 sind wir. Und der ist Level 45. Das ist schon wirklich ein würdiger Gegner. Für uns gerade im Moment zumindest. So. Komm, Schlange im Karton. Hüpft hier einfach einen Karton rum. Aber den kriegen wir platt. Warte. Schön finde ich auch, dass da irgendwie ein Herzchen drauf ist und ein Gesicht. Gleich haben wir den. Warte. So, jetzt. Giftzahn. So, hier haben wir erstmal nichts, was wir abbauen könnten. Doch, ich glaube dort, ne? Hier ist auch noch was zum Abbauen. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal Blutsteine finden. Doch, da ist ein Blutstein mit drin. 2 sogar. Und hier auch? Ja, hier weiß ich das nicht. Nö. Na, das ist okay. So. Ja. Da ist ein Blutstein. Es muss doch hier irgendwo ein Blutstein zu finden sein. Ja. Nee, auch nicht. Die kann man nicht abbauen. Aber dann gehen wir erstmal rüber. Ich denke ja auch dort in den Steinen sind ab und an mal Blutsteine versteckt. Ich glaube, ich wundere mich jedes Mal, was das für ein blaues Gebilde da drüben ist, ne? So. Hoppdi hopp. Oder auch nicht. Nein, hoppdi hopp. Warte. Jetzt. Aus da
Ausdauer hat nicht mehr ausgereicht. Ach ja, ich wollte ja hier Blutsteine sammeln. So. Das können wir aber auch mal eben ohne Pferd machen. Ich finde Pferd nur überaus praktisch, wenn wir hier durch die Gegend laufen müssen. Ah, warte. Aber da sammle ich nur Steine auf, oder? Ja. Natürlich. Ein Blutstein. Da vielleicht? Meistens ist es in den größeren drin, ne? Aber auch nicht. Hm. Schwierig. So, nein. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Fischeraxt mittlerweile schon ja, das Letzte ist, was wir produzieren können. Also, ob nach der Fischeraxt noch mal eine andere, eine bessere Axt kommt. Und Spitzhacke, natürlich auch. Oh, Blutsteine. Sehr gut. Wenn nach Hause fährt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da müssen wir uns wohl überraschen lassen. So. Aber wir können jetzt auf jeden Fall die Schleifsäge machen. Ich habe viel zu viele Blutsteine gesammelt, ne? Ja, na gut. Wie sagt man so gerne? Besser haben als brauchen. So, haben wir das. Holen wir mal schnell zurück. Tragen das mit unseren starken Ärmchen. Ich weiß gar nicht, dort vorne taucht ein Fragezeichen auf. Ist es hier drin? Ich glaube ja. Ich kann sogar noch rein. Ich hätte ja fast gedacht, dass die schon geschlossen haben. Hello. Hallo. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Ja, das sind wir. Dafür kriegen wir sogar richtig Goals. Und wir sind mit über 600 Punkten immer noch im Abstand von Higgins. Wir können ja gleich nochmal einen neuen Auftrag annehmen. Was ist das? Fortschritt in Südblock. Wir brauchen zwei Eisenholzstückwerke für den Bau des Südblocks. Der Bauplan ist im Anhang. Ah, ich wollte gerade sagen. Sobald du die Bestellung erfüllen kannst, bringe bitte alles zur Handelsgilde. Okay. Was ist das? Bushaltestelle? Auch da ist der Bauplan im Anhang. Was ist das? Der Buntholzbretter. Auch nochmal für Buntholz. Ist beides für Buntholz? Ja. Und das ist ein Dach mit Schornstein. So, hier gibt es 3000 Golds. Hier gibt es 1000 Golds. 5000 Golds. Und 3600. Wir nehmen mal den an und dann brauche ich zwei Schals. Nee, zwei Schals. Drei Sprinkler. Und was ist das? Zwei Lagerungen. Wir nehmen mal die Lagerung. Die sind, glaube ich, ziemlich einfach zu machen. So, Eisenholzstückwerke. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was das ist. Hopp. Eisenholzstückwerke. Machen wir die hier? Ja. Oh ja. Das könnten wir sogar machen, ne? Na gut. Dann bräuchten wir ein Seil mehr. Das ist nicht so schlimm. Stahlrahmen. Eisenholzdiele. 5. 5 und ein Seil. Weißt du was? Das machen wir. Das ist ja morgen schon fertig. So, 5. Seile. Hier, ne? Also ein Seil dazu. Was war das noch? Eisenholzdiele. Hier. Eisenholzdiele. Davon brauchen wir, warte mal. 5. Können wir auch machen. Tanken nochmal schnell auf. Hier legen wir auch nochmal einen Energiestein nach.
Und der ist sogar gleich fertig. Oder das Seil ist gleich fertig. Ja. Und fertig. Super. Dann können wir nämlich hier die... da brauchen wir wieder die Holzsäule. 2 Stück. Haben wir eine Holzsäule. Können wir platzieren. Dann müssen wir noch bauen Stahlrahmen. 2 Stück. Wir haben 2 Stück irgendwo. Oder wie soll ich das verstehen? Oh, wir haben 4 Stück. Tja, dann brauchen wir ja keine neuen machen. Stahlrahmen. Dann können die restlichen 2 dort da rein. Blutsteine haben wir, glaube ich, auch nirgendwo. Das sind die Ruinkisten. Rumpelkiste. Kann ich aber das reinmachen? Gift ging rein. Bevor ich das alles durchgeguckt habe, bin ich schneller, wenn ich alles einfach mal anklicke. So, jetzt müssen wir aber gucken, weil hier sind noch Plätze frei. Ich glaube, was ist das eigentlich? Einfaches Gegengift. Ah. Hier sind Blutsteine drin. Aber ansonsten, was ist das? Der Giftzahn? Das ist ein Samen. Schlangenhaut. Und Schlangenfleisch. Ich weiß gerade nicht. Wieso habe ich eigentlich 2 von den Fallenkisten? Kann ich die stapeln? Ja. Kann ich. Samen, da muss das auf jeden Fall mit rein. Stoffe, muss das mit rein. Und habe ich da ich habe Schlangenhaut da drin. Ich wusste, da war irgendwas. Ich war mir nur nicht mehr hundertprozentig sicher. So. Das platzieren wir auch hier. Und ich glaube, Sulfat ist auch drin. Und Sand. Oh, den Sand müssen wir unbedingt mal leer machen, ne? Ach so, hier ein Stein. Ganz wichtig. Und dann haben wir noch die Lebensmittelkiste. Und Aromaapfel. Ich glaube, das ist dann in der 2. Kiste, genau. Ja, dann haben wir auch wieder aufgeräumt. Das gefällt mir. So, was fehlt jetzt hier noch? Eisenholzdiele, 5 Stück. Wir können ja aber schon mal gucken. Wir müssen ja noch mehr Sachen bauen. Und zwar... Die Recyclingmaschine interessiert mich schon, ne? Erhärteter Lehm können wir schon mal machen. 10 Stück brauchen wir davon. Damit wir das schon mal fertig haben. Erhärteter Lehm. Zehn Stück waren das, ne? Ich habe das eben noch angeguckt, ja. War mir dann aber nicht mehr sicher. Erhärteter Lehm. Ah, warte. Einen noch dazu. Ach so, Harz geht dann langsam aus. Aber das ist auch kein Problem. Harz können wir noch herstellen. Hier. Nee, dafür brauchen wir, glaube ich, auch den Mixer, ne? Ja, na gut. Das ist auch okay. Achso. Dafür braucht man ein Harz. Für den erhärteten Lehm. Ja, okay. Das müssen wir als nächstes bauen. Oha. Das haben wir. Aluminiumplatte haben wir nicht. Edelalu brauchen wir dafür 12 Stück. Gucken wir mal hier. Edelalu. Das können wir machen. 12 Stück. Ich mache davon aber auch nicht mehr, weil ich nicht weiß, wie das nachher mit Magnesiumerz und sowas aussieht. Und ich möchte den verdichteten Energiestein auch nicht so sehr aufbrauchen.
weil ich davon nicht so viele habe. Dann die Aufladestation. Dafür brauchen wir hartes Aluminium. Auch nochmal. Das kommt aber später. Großes Rohr. Kann ich selber machen. Ah. Brauchen wir dafür auch? Dafür brauchen wir Bronzerohre. Ja, das können wir machen. Bronzerohre sind hier. Bronzerohre machen wir mal die ganzen 14 Stück. Bronze ist jetzt nicht so wertvoll. Also ist wertvoll, aber jetzt hier nicht so wertvoll. Weil dafür brauchen wir ja auch nochmal ein großes Rohr. Und wenn wir hier schon 8 Bronzerohre für brauchen, dann möchte ich nicht wissen, wie viel wir dann hier für die brauchen. 20 dementsprechend, ne? Kupferplatte und Aluminiumplatte. Kupferplatte 5, Aluminiumplatte. Kupferplatte 5, Aluminiumplatte 4. Kann ich die Aluminiumplatte hiermit fertigen? Ja, können wir machen. Dafür brauchen wir aber Edelalu. Und die Kupferplatte machen wir dann hiermit. So, hier ist immer noch Carbonstahlbarren entlang. Ach, die Holzkohle, die haben wir noch nicht eingesammelt. Warte, was passiert? Holz haben wir ja genug, haben wir ja gerade gesehen. So, Holzkohle, zack. Ja. Dann können wir hier nämlich wieder Carbonstahlbarren machen. Wobei, das ist schlauer, ich glaube, erstmal hier nachzulegen. Carbonstahlbarren können wir nicht weitermachen, okay. Ja, dann sind hier auch so ziemlich alle Geräte erstmal in Gang. Das ist gut. Auch der ist in Gang. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt beruhigt ins Bett gehen und ein bisschen die Zeit sozusagen vorspulen lassen, damit wir morgen die ganzen Sachen ernten können sozusagen. So, und deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.